Madriisa. Heute fährt schon die zweite Generation Gondelbahn diesen Berg hinauf. Aber schon die Bahn davor hatte eine lange Geschichte. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erfindet Wallmannsberger ein System für kuppelbare Umlaufbahnen für Personentransporte. Die Idee hatte er von den kuppelbaren Materialsammelbahnen abgeschaut, die davor schon oft gebaut wurden. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er Abnehmer für sein Patent finden, dieses er nochmals abgeändert hatte. Einer dieser beiden Patentabnehmer war Bell. Da das System eine Zweies ist, war das System deutlich teurer als das Einseilumlaufsystem von Giannola, von Roll oder Müller. Trotzdem baute Bell einige Anlagen, wie zum Beispiel in Arosa, in Pizzol, in Thurn und eben die in Madriisa. Für diese in Madriisa eignet sich das System besonders gut, da es ein unebenes Gelände ist und mit 2,3 Kilometern Streckenlänge und wenige Stützen benötigt. Diese Bahn wurde 1966 eröffnet. Sie war die letzte gebaute Gondelbahn von Bell. Die Gondeln stammten vom Metall-Escher und es waren 6-fach Schwerstützen gebaut worden. Nach einigen Jahren Betrieb wurde die Bahn umfassend saniert. Es wurden die Gondeln ersetzt durch 70 neuere und größere von CWR. Von Roll sanierte die Bahn, auch der Motor wurde ersetzt. Der neue konnte bis 4 Meter pro Sekunde fahren. 2005, nach fast 4 Jahrzehnten Betrieb, wurde die Gondelbahn ersetzt. Man entschied sich nochmals für 4 Gondeln in Blau. Hersteller der Anlage war Doppelmayr. Um Kosten zu sparen, wurden 5 Stützen beibehalten und 5 neue gebaut. Durch die 750 Höhenmeter ist es eine ziemlich steile Bahn. Die normale Uni-G-Klemme von Doppelmayr hätte hier zu wenig Klemmkraft. Deswegen wurde eine Agamati-Klemme verwendet.